Grüß Gott, liebe Schnäppchenjäger und YouTube-Fans von mir, von Marco Lorenz. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe bei einer Unboxing. Wir packen ein Paket aus. Ja, wir packen ein Paket aus. Und bei dem Paket ist das Besondere, Freunde, jeder kann das Paket bestellen, was wir Ding haben. Und das Einzige, was ihr hierfür bezahlen müsst, für so ein großes Paket, sind 5,95 Euro, glaube ich, waren es gewesen, Versandkosten. Und der Inhalt in diesem Paket ist komplett umsonst. Bestellbar bei, das ist jetzt quasi kein Produktplacement, sondern quasi, wie kann ich sagen, bestellbar das Ganze bei druckerzubehör.de. Da haben wir unser Patron bestellt, dann habe ich eine E-Mail bekommen, da stand drin, hier bis zu 15, es waren keine 15, bis zu 15 Artikel gratis bekommen und so weiter. Auch gesagt, okay, probier es aus. Packst du mal 15 Sachen im Warenkorb rein und sagst, dass du ohne irgendwas direkt zu bestellen sagst, okay, weiter, ich will das haben. Und es ging. Nur Versandkosten und dafür jetzt keine 15, wie der E-Mail drin stand, aber glaube ich 11 Stück, 11 Artikel umsonst. Und wir packen das Ganze mal gemeinsam aus. Also, wenn ihr euch auch so ein schönes Paket zukommen lassen wollt, geht mal auf druckerzubehör.de, was gewesen, müsst ihr mal rausgoogeln. So, okay, dann lassen wir mal rausgucken. Aber ich zeige euch auch die Originalrechnung. Es ist wirklich nur Versandkosten und die Restartikel sind drin umsonst. Ich öffne mal das Paket und wir schauen einfach mal rein, was da alles so drin ist. Und in der Zwischenzeit könnt ihr schon mal auf Instagram gehen und mir folgen unter MarcoLorenz_YouTube. Das Ganze natürlich auch hier auf YouTube abonnieren und teilen. So, das Paket kam, ich glaube, gestern mit der Post. Aber ich habe zur Frau gesagt, nee, das zeigen wir Ganze auf YouTube, was wir hier umsonst kriegen, mehr oder weniger. Also, Deckel ab. Ihr seht, es noch komplett ungeöffnet. So, warte mal, nee, keine Rechnung hier, okay. Jetzt muss natürlich mal selber gucken, was da alles drin ist. Hier ist ein schwarzes Teil, ich weiß nur, wovon das gerade... Ja. Ah! Hier habe ich ein schwarzes Teil gerade in der Hand, das erste aus diesem Paket. Ich dachte, das wäre Müll oder Verpackungsmaterial. Nein, das sind diese berühmten Anti-Rapid oder wie die heißen, die man für die Zahlkarten braucht. Die gibt da mittlerweile Zahlkarten, sei es EC-Karte oder auch Mastercard, die funktionieren mit so einem Scanner. Mit so einer Postkarte noch ranhalten, pieps, und du kannst durchgehen. Und diese Hülle hier soll das Klauen der Daten verhindern. Ob das funktioniert, weiß ich natürlich nicht, aber das ist mit Eingrasticket, dieses Anti-Rap, keine Ahnung, wie es denn heißt. Ich zeige euch nochmal alles. Also das gab es auf jeden Fall schon mal gratis. Ist auch nicht viel bei. Ist auch eine Folie mit, keine Ahnung, und die soll quasi eure Daten vor euer Handy schützen. Was haben wir noch drin? Hätte ich jetzt schon die Rechnung können, genau sagen, was drin ist. Das ist hier unser Snippet. Ich glaube, es war unser flexibles Lineal gewesen. Ein 30 cm langes Lineal aus Edelstahl, was angeblich flexibel sein soll. Ja, okay, man kann es, man hört es, biegen, ein bisschen umherspielen, man kann mal so Schiefmaß machen. Ups. Ja, das ist das 30 cm lange flexible Lineal. Ist ja nicht ganz so flexibel, wie ich mir gedacht habe, aber naja, man sieht es. Funktioniert. Gratis. Was haben wir noch drin? Das haben wir letztes Mal schon bestellt. Schreibblock. Ich will nicht, wie viele Blätter drin sind jetzt. 50, 100 Blatt, keine Ahnung. Ist sogar Werbung drauf. Hier unten seht ihr druckerzubehör.de. Gratis. Sonst UVP angeblich 10 Euro für das Teil. Was man sich aber nicht vorstellen kann, kriegst du in jedem Supermarkt für 4, 5 Euro gekauft. Wir haben es gratis. Also auf jeden Fall, dieser Block, mindestens der Block, hat schon mal mehr oder weniger die Versandkosten rausgeholt. Wenn nicht, es geht dann noch weiter. Also, Block, Lineal und dieses, ich gucke nachher mal genau, wie es heißt. Dann haben wir drin ein, ich habe vergessen, was es war. Ich packe es einfach mal aus. Ach, hier ist sogar schon offen. Ein... Hier oben haben wir ein Messer drin. Dann haben wir hier ein Mini-Schreibblock drin in der kleinen Schachtel.
Ja, und das hier oben ist, keine Ahnung. Ich weiß nicht ganz, so viel das genau sein soll. Es lag halt keine Bossen dabei. Angeblich sollte das ein 3 in 1 Teil sein, aber für mein Dating, das braucht. Naja, gratis. So, weiter geht's. Was jede moderne Hausfrau braucht, natürlich, sind Wäscheklammern. In diesem Fall, ironischerweise, ich habe mir gerade vor 2, 3, 4 Wochen oder einem Monat Wäscheklammern gekauft für unseren Garten. Hey, gewusst, ob ich umsonst kriege, ne? Egal. Versuche der AGBs gerade zu entziffern. Naja, ist mir egal. Inhalt 24 Stück der Wäscheklammern. Gratis. Weiter geht's. Dann haben wir hier. Ich glaube, noch viel größere Sachen. Dann haben wir hier. Tape-Film, also irgendwas von Uhu, so Klebebänder, nenne ich sie mal so. Auch komplett gratis im Paket mit drin. Ich glaube, die kosten auch schon im normalen. Ich will jetzt nicht lügen. Ich sag mal so 2, 3 Euro vielleicht. Also 1 Euro auf jeden Fall nicht. Ich schätze mal so 2, 3 Euro. Steht auch leider kein Preis drauf, wie ich ungefähr Bescheid sagen kann. Also 2, 3 Euro. Da steht eine Rechnung bei. Da habe ich noch was ganz Großes hier drin. Das zeige ich euch aber später. Gab es nämlich, gab es mal teuer zu kaufen, nur mal so als Tipp. Und ich habe es gratis. Dann gab es gratis einen, wie nennt man die Dinger? Malerstift? Nee, Handwerkerstift? Schreinerstift? Ja, diese komischen Stifte, die man selber anspitzen muss, wie ihr selber seht hier. Gab es auch gratis. Dann haben wir da drei, oh gut, das sah eine Abbildung größer aus. Ein Gartenthermometer. In der Größe, wir packen es mal aus. Wirklich klein. Aber Hauptsache es erfüllt seinen Zweck. Ein Gartenthermometer kann man quasi irgendwo reinstecken und dann misst er die Temperatur. Temperaturbereich von minus 40 bis plus 50 Grad mit Erdspieß, das ist das spitze Ding, zum Einstecken in den Boden. Joa. Ich dachte echt, die wäre größer, aber ist egal. Gratis, ein Thermometer für den Garten, komplett gratis. Müll kann auch schon mal weg. Kommt Nachricht rein. Jetzt gucken wir kurz mal vor rein. Habe ich jetzt gar nicht ausgewählt, aber ist okay. Ein Kalender. Bestimmt von Jahr 2018, schätze ich mal. Aber zumindest gratis. Riesenteil. Ja, 2018. Ich hoffe, man sieht's. Gratis. So. Kommt das Problem des Zusammenfaltens wieder. So. So. Also da wird sich meine Frau vielleicht drüber freuen. Ein sehr, sehr großer Pakethäuser. Kalender. Ich habe gerade nebenbei mal kurz die Rechnung einmal rausgegoogelt. Damit ihr nochmal kurz mal seht hier. Stellen wir uns vor. Nö, steht so nicht bei. Aber zumindest. Achso, RFID-Kreditkartenschutzhülle ist das. RFID-Kreditschutzkartenhülle für 2 Kreditkarten. Dann haben wir ein Arbeitszimmermalstift, das ist der hier. Wäscheklammern. Lineal, flexibel. Zettelblock, 450 Stück, ne? Mit Plastikhülle um ringsherum, also quasi richtiger Zettelblock. Uhu Klebefilm, die hier, Gartenthermometer, jetzt haben wir noch einen Kleiderschal und Tuchbügel,
Das müsste der sein. Joa. Dann hängt man irgendwie auf und dann kann man da seine Sachen drin platzieren. Ich zeige das näher genauer. Oh, sieh dort, es ist von der Firma Shibo sogar, also sogar Markenprodukt. Von der Firma Shibo gratis. Wenn es von Shibo war, auch 10 Euro, 5 Euro, wie teuer mag das Zeug gewesen sein? Ich weiß nicht. Von Shibo. Gratis. Ja, also ein, was war das gewesen? Kleiderschal und Tuchbügel. Kann man vielleicht mal gebrauchen. Dann haben wir noch mit drin. Oho! Ein 5-Euro-Gutschein! Wenn wir diesen Aufkleber auf unseren Drucker, habe ich schon mal gehabt, dann kann ich es so erzählen. Wenn wir diesen Aufkleber auf unseren Drucker aufkleben und dieses Foto dann hinschicken an diese Firma hier, druckerzubehör.de, dann gibt es für uns einen 5-Euro-Gutschein. Wir haben noch dabei, wesentlich unterschlagen haben wir ein Obstmesser, Küchenmesser in Fünferpack. Ich meine, da kann man vielleicht von ausgehen, es mag nicht die beste Qualität sein, aber wir haben es kostenlos. 5 Messerchen komplett gratis. So, und jetzt kommt der Burner. Ich nenne es mal so selber der Burner. Weil. Und natürlich den Kalender, gratis. Ich habe mit drin, weiß ich gar nicht. Hier. Die Silber, Kiebefilm, Tool, Badada, Kleider, das Löwen, Obstmesser, so durchgemacht, dass das. Ich stehe gar nicht drin, vielleicht weil ich eine Grußbestellung vergeben habe. Ich sage, die Rechnung. Ist leider keine Rechnung bei. Ist auch erst kostenlos. Abgesehen von den Versandkosten. Wieso habe ich denn keine für die Versandkosten der Rechnung? Wer weiß. So, jetzt kommt der Burner. Der Burner in diesem ganzen Paket. Wie gesagt, nochmal zur Info. Ihr könnt selber gehen. Das ist keine Produktplatzierung. Das ist quasi ein abgenommenes Video von mir. Ihr kennt das ja. Ich habe keinen Partner, der mir sagt, die kommen auch für mich Werbung. Doch einen hätte ich. Das steht noch da hinten noch versteckt, muss ich mal machen, ein Video von. Geht mal auf Druckerzubehör. Auf der Startseite seht ihr unter anderem kostenlos. Ihr müsst nichts weiter bestellen. Ihr geht drauf kostenlos und sagt, ab im Warenkorb. Das Einzige, was ihr bezahlen müsst, sind die Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro. Ich meine, mit diesen 5 Euro Gutschein im Nachhinein 95 Cent. Was habe ich als Gras bekommen? Wir haben schon mal bestellt. Da haben wir bekommen, jetzt lass mich nicht lügen. Wir hatten irgendwas doppelt gehabt, genau. Wir haben schon mal bestellt, da hatten wir bekommen, glaube ich, nur ein Zettelblock. Und ich glaube, es war nur ein Bleistift gewesen, dieser Zimmermanns Bleistift. Den gab es gratis. Dann habe ich eine E-Mail bekommen, wo drauf schon, ihr habt gratis, bestell. Okay. Also, was gab es immer als gratis? Ein Zettelblock. 450 Zettel mit Plastikdose. Ein Zimmermanns Bleistift. 5er-Pack Messer. Uhu, Kleberollen hier. Wer es braucht, Klammern. Ein Multifunktions-Office-Ding. Also hier was mit Schneiden, da ist ein Zettelblock drin und gut, das Ding hier. Vielleicht den Brief öffnen, vielleicht. Das mag den Brief öffnen, vielleicht sein. Diese komische Nase, ich zeig's mal ein bisschen näher Kamera. Lips. Diese komische Nase hier, ich behaupte mal, die könnte zum Brieföffnen gedacht sein. Gratis. Ein Lineal. Flexibel. Gratis. Das finde ich gut. Noch habe ich keine Karte. Ich habe demnächst auch eine mit RFID. Eine Schutzhülle, die das Funken der RFID, das unabsichtliche Funken von RFID-Signalen verhindern soll. Eine Schutzhülle. Da kann man quasi die Visa-Karte reinpacken oder was man sendet. Ein Kalender. Groß. Ich packe jetzt nicht immer aus dem Kalender. Groß, ihr habt es gesehen. Gratis. Von der Firma Shibo. Ich weiß nicht, wie teuer das Ding von Shibo ist. Von der Firma Shibo. Zeig ich euch ja. Bevor jetzt sagt, ich jetzt, der sieht doch hier Schmarrn. Nein. Zeig
Ich weiß auch, was oben ist. Das ist oben. Von der Firma Shibo. Hier seht ihr es. Da, ein Original Shibo-Artikel. Sogar hinten mit der Artikelnummer. Könnt ihr mal nachgucken. 328323. 328323. Könnt ihr mal gerne in den Kommentaren schreiben, was dieser Tuchbügel laut Shibo. Machen wir mal so. Was dieses Tuchbügelteil von Shibo offiziellerweise kosten soll. Man könnte auch die Gottes hängen lassen. Also, gratis. Thermometer, nicht vergessen. Gratis. Und jetzt kommt der absolute Burner. Ich hab's. Es gibt auf dem Sender Vox, die Höhle des Löwen. Und da wurde mal ein Produkt angepriesen. Ich will jetzt nicht den Namen nennen. Da wurde mal ein Produkt angepriesen, was im Nachhinein zu kaufen gab in verschiedenen Läden für, ich glaube, um die 20 Euro oder 15 Euro. Wir haben diesen Artikel, also wir, nicht, dass wir ein Markenprodukt von Shibo gratis haben. Ein Thermometer, das kostet auch so 2, 3, 4 Euro. Die Messer, die kosten auch ihre 1, 2 Euro. Gut, das weiß ich nicht. Lass mich mal kurz, ich rechne mal kurz mal durch. Nehmen wir mal an, so dieses Teil hier 30 Cent, das wird kein Preis sein. Lass mich mal alles. Wir rechnen mal ganz präzise, ganz einfach, alle 2 Euro. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Und jetzt kommt das Größte. Also das sind schon, wenn wir alles auf 2 Euro rechnen würden, alles schon mal Sachen im Wert von 22 Euro. Nochmal nachziehen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 28, 22 Euro, wenn wir alles so hochrechnen. Und das Teil hier kostet, sofern ich mich daran erinnere, normalerweise bei 10, 15, 20 Euro. Wir haben, grob gesagt, ein Gesamtpaket in Wert von 30 Euro abgezogen von 6 Euro Versandkosten. Aber ansonsten kostenlos bekommen, nämlich, gibt's doch bitte zu, von der Höhle des Löwen, der Pannenfächer. Ich habe den schon öfter gesehen, ich fand den immer schwachsinnig, ich habe den kostenlos. Wir gucken mal ein. Ich habe den noch nie gesehen, den Pfandfächer. Den gab es hier vorne, schießt da vorne auch, genau. Hier vorne ist man Originalprodukt aus Höhle des Löwens, der Pfandfächer. So. Oh, gut verbaut. Also, er stinkt neu. Hat auch ziemlich Gewicht, das Teil. Also, das ist noch nicht ganz. Machen wir mal AGBs, die sich mit dem aufbaut, oder was? Das ist schon wieder jetzt nicht vergessen. Mhm. Hm. Ich lese mir nicht die AGBs nicht groß durch. So, also. Das ist der große Pannfächer mit so einem komischen, was verloren, nein. So, wir haben natürlich dazu zum Pannfächer in der Gebrauchsanleitung. Ist natürlich sehr gut, wenn man in einen Unfall reingerät und man packt das Ding erstmal aus. Warte mal, Schatz, ich gucke erstmal in die Gebrauchsanleitung rein, wie den jemand aufbauen muss. Und das, finde ich, müsste man nochmal so größer reinschreiben. Ich sehe gerade hier, der Pannfächer ersetzt nicht das Warndreieck oder auch die Warnweste. Also, oder, also man muss ja beides mit dabei tragen. Ja, das wäre jetzt die Installation, schätze mal, die es sein muss. Kommt bei mir nicht ein Auto rein. Also ich glaube es nicht, ich wüsste nicht, wohin damit. Hier drin gibt es in den Sets eine komische Plastifiecher. Jetzt spontan, diese Fieselinger, diese Mini-Viecher, wofür auch immer die gedacht sind, diese kleinen 4 Stück, die werden einem sowas von schnell verloren gehen. Glaub mir, Kinders. Und das ist auch ein Pannenfächer. Den kann man, hier den Fuß kann man drehen. Also man kann es quasi entweder so auf dem Autodach oder halt so auf dem Autodach, also je nachdem, wie es besser hält, anbringen. Dann haben wir ja nichts vergessen. Auch den kann man verlieren.
sondern hier nicht vergessen. Nicht vergessen, abonnieren und teilen, abonnieren und teilen. So, und dann ja, ist ja glaube ich aufgebaut. Und wollen wir gucken, was da drin ist. Schöne Farbe. Auch schön die Beschichtung hierbei. Das muss man sagen, ist gut. Aha, bald selber. Also, der erste Hinweis ist, brauche Hilfe. Der zweite Hinweis wäre, wer weiß, wie lange es so bleiben würde. Hilfe kommt! Der nächste. Das ist nicht schlecht. Achtung, Unfall. Obwohl, da müsste man ja von Art her, bei einem Unfall, hängt man es raus, Achtung, Unfall, und gleichzeitig brauche Hilfe. Ich erinnere gerade so ein bisschen an Stefan Raab, Pullalarm. So, was haben wir noch drinnen? Das muss ich allgemein bei meinem Auto dran lassen. Brauche Benzin. Da muss der andere sein, brauche Diesel. Pass mal auf. Ja. Brauche Diesel. Also, da ich ein Benziner fahre, kann ich dieses mit. Halt, da oben ist es. Bei euch ist jetzt da oben. Kann ich das mit Diesel wegmachen? Diesel wegmachen und schreiben drauf. Und draufschreiben, brauche Geld. Vielleicht hilft's. Also, Freunde. Ja, gut, das ist der Pannenhelfer. Der Pannenfächer. Der Panda-Bär. Wir packen den mal wieder ein bisschen zusammen. So, ich glaube, wofür diese Fische hier sind, das weiß ich nicht. Vielleicht nachher. Der wird mit Saugnapf befestigt. Nee, es gibt ja keinen Sinn. Man den ausklappt. Ah, doch. Nee. Also doch. Nö. I don't know, wofür diese kleinen vier Scheiben sind. Ich muss mir mal die Gebrauchsanleitung mal lesen. Ist ja scheißegal. Freunde, was ich damit sagen wollte, ohne jetzt große Werbung für dieses Unternehmen zu machen, geht mal auf, ich weiß nicht, ob das Angebot noch geht, das habe ich vor einer Woche circa bestellt, geht mal auf druckerzubehör.de. Kann ich das zeigen? Mach mal so und so. Ich zeige es mit Gutschein, ganz einfacher. Geht einfach mal auf diese Seite, druckerzubehör.de. Bisschen näher für euch. Da. Und ja, guckt einfach, was es gratis gibt. Wir haben dieses Paket, Gesamtwert vielleicht 30 Euro oder mehr, ich weiß es nicht, haben wir komplett, abgesehen von den Versandkosten, gratis erhalten, Freunde. Ja, wer schon immer mal einen Pannfächer haben wollte oder einen Gartenthermometer oder einen Schreibblock oder ein Messer oder Klammern oder Teser oder Kalender oder ein Schibo-Tuchhalter, was vergessen? Das komische Office-Teil hier, ein Flexi-Lineal, ein RIFD-Kartenfisch. Ja, der geht einfach mal auf Druckerzubehör und bestellt die ganze Sache. Ihr Freunde, ich hoffe, dass euch jetzt Unboxing gefallen. Vielleicht, wenn ihr wollt, da ich für das Gerät keinen Gebrauch habe und ich glaube, ich habe auch keinen mehr verwaschen, der dafür Gebrauch hat. Wenn ihr wollt, verlosen wir diesen Pannenfächer an euch. Dafür einfach mal abonnieren und teilen und ich verspreche euch, ich sag's doch mal so, also den Pannenfächer original von mir ausgepackt, vielleicht noch unterschrieben mit meinem Namen auf, ein bisschen sauber machen vorher nochmal, hier Pannenfächer, vielleicht Autogramm von mir drauf, diesen Pannenfächer original verlosen wir, sofern ich 1000 Abonnenten erreiche. Ab 1000 Abonnenten, das heißt, ich erwähne das jetzt immer wieder in fast jedem Video, ab 1000 Abonnenten verlose ich diesen Pannenfächer mit Autogramm natürlich drauf. Also abonnieren und teilen, folgt mir auf Instagram und natürlich, wenn ihr mitmachen wollt beim Gewinnspiel, sobald das Gewinnspiel wirklich eine kleine Schwachstelle festgestellt wird, Pannenfächer, zeige ich euch gleich nochmal kurz. Sobald ich die 1000 Abos erreicht habe, denkt, starte ich auch nochmal das offizielle Gewinnspiel. Also jetzt schon mal abonnieren, teilen, abonnieren. Empfehlt mich weiter, wenn ihr unbedingt einen Pannenfächer haben wollt, mit meinem Autogramm drauf. Und jetzt noch kurz für die Person, die mal gewinnen mag vielleicht. Hier hinten sind zwei Schrauben drin. Links und rechts, vorne und hinten. Da mal alle
20 Mal aufklappen, mal zum Schraube nachziehen. Also, Pannfächer zu gewinnen auf meinem Kanal. Ich habe einen Kostenstrich und verschenke an euch. Kostet denn mein Geld? Ich muss es an euch versenden. Aber ihr habt nachher vielleicht die Freude an. Ich habe für das Ding keine Verwendung. Und wer schmeißt mir das auch schade drum. Also, Pannfächer als Gewinnspiel. Macht mit. Abonnieren, teilen. Bis dahin. Tschüss, bitte. Danke fürs Zusehen. Und wie gesagt, geht mal auf die Seite. Vielleicht bekommt ihr auch noch geile Schnäppchen. Sobald wir wieder ein Paket erhalten mit vielen, vielen Schnäppchen, informieren wir euch. Also bis dahin. Tschüss, bitte. Euer Marco Lorenz. Ja, ich packe da mal wieder alles ein. Und das kann sich meine Frau drum Kopf machen. Wäre nun dann, wie teuer das Ding wäre. Schreibt mir das wenigstens mal in den Kommentaren rein. Wie teuer ist. Wie teuer ist dieser Shibo-Tuchbügel? Die Shibo-Tuchbügel? Ihr wisst schon, was meine. Abonnieren, teilen. Schön mit Ö. Und denkt dran, Gewinnspiel ab 1000 Abonnenten. Einen Pannenfächer mit Unterschrift von mir und vielleicht auch von der Mira, wenn ihr mögt. Also, tschüss. Aha. Licht. 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 Ugh.